Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video zu den Tribit-Kopfhörern, und zwar Tribit Fly Buds C2. Da steht's drauf. Ich hatte ja schon ein Video gemacht, aber ich möchte unbedingt halt noch in der Perspektive ein Video machen. Ich habe mir jetzt hier auch extra noch ein bisschen Licht hergeholt. Ja. In der Hoffnung, dass ihr das so sehen könnt, wie ich sie sehe. Weil vom davor Kamera halten und so, da bin ich der Meinung, hat man es nicht so gut gesehen, dass die schwarz mit, wie ich finde, einen Kupferstich haben. Ich habe es auch extra nochmal eingepackt, sodass sie hier nochmal auspacken können. Wie gesagt, hier ist die Anleitung. Hier haben wir auch die Anleitung, wie was ist. Warte mal, ich muss mal Deutsch gucken. ENDE. So. Da haben wir den Koppelmodus und alle drum und dran. Und auch hier die Batterieanzeige, was was bedeutet. Wir wollen aber. Ja, man sollte es so schräg machen, dass man dann halt gut reden kann. So, hier haben wir denn erklärt, was was ist. Also. Ne, da sind wir bei Frankreich schon wieder. Moment. Ich suche das Deutsche nochmal. Habe ich das jetzt überblättert? Ach, hier ist es. Oh, ich habe es überblättert. Da ist das Deutsche. Tippen Sie zweimal auf beide Ohrstöpsel. Abspielen und Pause. Also Abspielen und Pause funktioniert auf beiden. Da sollen wir einfach, egal welchen, links oder rechts, zweimal tippen. Dann macht er Pause, oder wenn wir Pause schon haben, spielt er ab. Das haben wir ja getestet. Nächster Titel. Dreimal auf den rechten Ohrhörer. Lautstärke erhöhen. Lautstärke verringern. Das haben wir rausgekriegt. Das ist ja, steht ja hier auch. Auf dem rechten. Gedrückt halten, dann erhöhen wir die Lautstärke. Auf dem linken gedrückt halten, dann wird die Lautstärke niedriger. Einmal tippen, dann nimmt man einen Anruf an. So, steht da auch. Ach so, man kann auch einen ankommenden Anruf abweisen. Ablehnung eines Anrufs. Da muss man einfach auf irgendein Kopfhörer. Steht hier. Einmal nur kurz tippen. Dann lehnt man den Anruf ab. Ausschalten. 10 Sekunden Stöpsel. Einschalten. Okay. Gut. Wie gesagt, alles auf Deutsch. So, dann haben wir hier einen kleinen schmalen USB-C-Kabel. Ja, mit dem Scharfschalten, manchmal will sie nicht so wirklich. Ich muss mir das mal mit dem Scharfschalten hier über Touchpad aktivieren. So, machen wir mal so. Vielleicht sieht man es ein bisschen besser. So, ist ein USB-C-Kabel. Und jetzt kommt das Schmuckstück. Hier, jetzt lädt er ja gerade noch. Ich habe sie ja benutzt. Da sind sie. Die guten Stücke. Und jetzt ist ein bisschen mehr Licht, also hier, so ist das Licht ein bisschen besser. Ich habe das auch die LEDs hier runter gemacht und so. Vielleicht sieht man das jetzt. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzukommen. Na komm. Pegel.
aber halbwegs, oder? Mal so. Schade, 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 dass er nicht so schön geht. Müssen wir so ein Stück weitermachen. So, hier seht ihr sie aber. Schön Klavierlack. Und wie gesagt, ich finde, also sieht man jetzt, glaube ich, über das Aufnehmen auch nicht so, so gut. Aber ich finde, die haben einen kleinen Kupferstich. Was ich halt sehr cool finde. So, nehmen wir mal raus. Packen es ein. Ich werde das mal versuchen, ob ich die. Hier. Da ist es. Kein Gummi. Da sind die. Seht ihr die Kontakte? So. Wie die alten AirPods. So in etwa. Alles Klavierlack. Einzige Manko, was ich habe, ist halt hier unten, sieht man welchen, den Buchstaben links oder rechts. Den sieht man, ja, sieht man sehr, sehr schlecht. Da würde ich mir wünschen, dass man den vielleicht farblich hinterlegt, also weiß R, weiß L draufschreibt oder so. Das wäre toll. Oder hier oben halt ein großes weißes L oder ein großes weißes R oder halt auch in der gleichen Farbe, wie das ist, reingeritzt oder so. Das ist halt, dass man es besser sieht. Weil ich bin ja Brillenträger, wie ihr wisst. Das sieht man manchmal sehr, sehr schlecht. Sind das, also das sind wirklich Schmuckstücke, muss ich sagen. Kein Gummi. Sorry, wenn ich da ein bisschen schwärme, aber ich bin da echt perplex, dass es endlich wieder normale Kopfhörer gibt. Bluetooth. Ohne In-Ear, also ohne dieses Gummi, weil die mag ich nicht. Das ist der einzige Grund, warum ich nochmal ein Video zu Bluetooth-Kopfhörern mache, weil das keine In-Ears sind. Wunderschön. Und vom Sound her sind die auch richtig gut, muss ich sagen. Also hat mir gefallen. Jetzt lädt er. Ich hab Videos geguckt, im vorigen Video haben wir das ja schon gehabt. Und ich bin echt begeistert. Da steht Tribit drauf. Da ist der USB-C-Anschluss. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange die jetzt halten. Vom Energiewert halt. Steht hier was drin? Ich gucke gerade mal. Das kann ich euch leider nicht sagen. Das werden wir aber auch testen. Ich werde die mal am PC anschließen und im PC benutzen. Und dann werden wir sehen, wann sie ausgehen. Weil wir normale Kopfhörer wieder nutzen müssen. So, einfach das Aufladen. Aha. Ladezeit in der Schale 90 Minuten. Also die Ladezeit, wenn die komplett leer sind, steht in der Anleitung drin, brauchen sie 90 Minuten in der Ladeschale, bis sie wieder komplett voll sind. Nee, Ladezeit der Ladeschale. Ladezeit der Stöpsel auch 90 Minuten. Also beides 90 Minuten. Die Stöpsel in der Ladeschale brauchen 90 Minuten, bis sie voll sind. Und die Ladeschale, wenn sie leer ist und wir sie mit USB-C anstöpseln, 90 Minuten, bis sie wieder voll ist. Öffnen die obere Abdeckung der Schale, wird der Batterie angezeigt. Aber hier steht jetzt nicht, wie lange die jetzt vom Strom halten her. Das werden wir überprüfen. Warnung. Wichtiger Hinweis. USB-C. Und dann kommen wir schon nach Frankreich. Also, das steht jetzt natürlich nicht da.
Das werden wir testen. Ich packe mir die gleich mal am PC hin. Und dann werden wir die mal demnächst benutzen. In einem Stream. Vielleicht beim Hangout oder so. Und wenn die dann alle sind, sind sie alle. Dann kann ich ja die normalen Kopfhörer nehmen. Ja. Wirklich Flybuds C2. Wirklich Schmuckstücke. Von mir dafür fetten Daumen hoch. Doppeldaumen hoch. Weil die richtig geil sind. Endlich wieder normale Kopfhörer. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde die jetzt in der nächsten Zeit testen. Muss die aber halt so wegpacken, dass meine Frau die nicht sieht, sonst wandern die gleich in die Handtasche von meiner Frau. Ja, und dann würde ich sagen, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.